Multiple Sklerose nennt man Krankheit von den 1000 Gesichtern. Und bei mir sind jetzt zwei Frauen, die über das gut Bescheid wissen. Es ist das Susanne Kägi. Sie sind Leiterin Pflege und Angehörigen-Support bei der Schweizerischen Gesellschaft für MS. Und nebenan Therese Lüscher. Sie haben seit 46 Jahren jetzt MS. Sie sind jetzt im Rollstuhl. Ich kann Sie jetzt nicht fragen, was in 46 Jahren passiert ist. Aber vielleicht so eine Grundstimmung, wo stehen Sie jetzt? Also mir geht es eigentlich sehr gut. Ich habe mich mit dem Rollstuhl abgefunden. Ein Rollstuhl gibt einfach Freiheit. Man kann wieder viele Sachen machen, die man vorher nicht mehr hätte können. Gehört jetzt einfach zu mir. Und ich sage mir immer, also aufs Laufen kann ich verzichten, aber der Kopf muss funktionieren. Ja. Das ist mir das Allerwichtigste. Das finde ich eine ganz schöne Botschaft. Und vorher haben Sie mir auch noch etwas Gutes gesagt. Man verabschiedet sich von vielen Sachen, aber Sie schauen eigentlich nicht auf das, sondern? Man wird auch frei für uns. Auf das, was ich noch habe und was ich noch machen kann. Und vorhin hat man vielleicht auf Sachen müssen verzichten und nachher kann man etwas machen, wo man vorhin einfach keine Zeit hat. Und das finde ich etwas ganz Tolles. Und trotzdem, es ist kein Spaziergang. Nein, es ist tatsächlich kein Spaziergang. Das muss man also schon sagen. Es ist einfach mit sehr viel Enttäuschungen und Frustrationen verbunden, so ein Krankheitsverlauf. Aber Gott sei Dank habe ich es naturell, dass ich mich immer relativ schnell wieder aufrapple. Ich habe natürlich auch Aufgaben, die mich begeistern, wo ich muss sagen, heute, das kann ich nur dank meiner MS machen. Also das Engagement zum Beispiel bei der MS-Gesellschaft? Das Engagement bei der MS-Gesellschaft. Das, was ich mache, ich bin ja im Vorstand seit 8 Jahren. Als Vertreterin der Betroffenen und der Regionalgruppe Gesamtschweizerisch. Und ich leite Regionalgruppe und ich arbeite mit Regionalgruppe, also von der freiwilligen Seite her, Regionalgruppe alle eigentlich Deutschschweiz. Ich gehe besuchen, wir haben Tagungen miteinander. Also Sie haben eine Aufgabe, richtig? Ich habe eine richtige Aufgabe. Ja. Ich habe eine ganz sinnvolle Aufgabe. Und all diese Aufgaben kann ich nur eigentlich machen, dank meiner MS. Jawohl. Und das gibt meiner Krankheit irgendwie einen Sinn. Und Ihnen auch wieder Kraft, oder? Es gibt etwas zurück. Es gibt mir sehr viel Kraft, weil ich habe natürlich sehr viele Leute kennengelernt und auch Freunde gewonnen. Und ja, Leute, die mir einfach wirklich ein Vorbild sind, auch wie sie mit der Krankheit umgehen. Jetzt, Frau Kägi, man sagt, der Krankheit der 1000 Gesichter ist die MS. Warum? Wie erleben Sie das? Die Symptome, die mir geschildert werden, die Begegnungen, die ich mit MS-Betroffenen habe, da höre ich vielleicht von einer Sehstörung. Aber keine Sehstörung ist gleich wie die andere. Es gibt sichtbare Symptome, es gibt unsichtbare Symptome. Und je nachdem, in welchem Alter, in welcher Situation, dass jemand von etwas betroffen ist, ist es wieder anders, auch in der Empfindung. Also ein Kranführer zum Beispiel, der einen Schwindel hat, das ist eine Katastrophe. Wenn jetzt aber das jemand hat, der im Büro arbeitet, dann kann er sich vielleicht da viel besser damit arrangieren. Also, es wird sehr, sehr unterschiedlich empfunden und kein Symptom ist gleich wie das andere. Jetzt eine sind ja die Menschen, die Betroffenen selber, die die Krankheit haben, und das andere ist das ganze Umfeld. Und das ist einbezogen. Was bedeutet das für das Umfeld und wie können Sie im Umfeld helfen? Ich glaube, für das Umfeld bedeutet es eigentlich wie es gleich wie der Betroffene. Man ist als Partner oder Partnerin, Familie, nicht direkt von der Krankheit betroffen, aber man hat die gleichen Ängste, man hat die gleichen Sorgen, man hat die gleichen Befürchtungen wie die Betroffenen auch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir immer auch daran denken, die Angehörigen mit zu integrieren und ihnen auch eine Stimme zu geben, dass sie auch sollen dürfen Fragen stellen, dass sie auch dürfen mit ihren Sorgen und Gedanken kommen und auch dürfen Ansprüche stellen. Jetzt zum Beispiel uns von der MS-Gesellschaft. Betreuen Sie eigentlich mehr Angehörige oder mehr Betroffene oder so ungefähr gleich? Es sind schon mehr Betroffene, weil für die Betroffenen ist es klar, die MS-Gesellschaft ist für uns da. Viele Angehörige wissen das gar noch nicht so oder denken, ich bin ja nicht krank, was ist denn mein Anspruch? Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, jetzt in so einer Sendung darauf aufmerksam zu machen. Ja, auch kommt mit euren Fragen. Was sind denn häufige Fragen? Der Umgang mit der Krankheit. Wie kann ich selber umgehen damit? Wo darf ich meine Sorge deponieren? Ich will nicht die betroffene Person selber auch noch mit meinen Sorgen belasten. Finanzielle
Themen. Also uns geht es als Familie nicht mehr so gut. Wir können nicht mehr beide arbeiten oder wir müssen mehr Geld ausgeben wegen der Krankheit. Das sind so Anliegen drin. MS kann schubweise verlaufen. Sie haben so eine MS, wo Sie verschiedene Schübe hatten. Kündigen sich die Schübe an oder wie erleben Sie das? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommt eine grosse Müdigkeit, die ich einfach ein paar Tage im Voraus merke. Dann mag ich nichts, ich bin lustlos, am liebsten nur rumliegen. Auch meine Aktivitäten, Ruhe lassen. Und dann merke ich, jetzt stimmt etwas wieder nicht. Und dann hat es Zeiten gegeben, wo ein Schub völlig ohne Ankündigung einfach gekommen ist. Und man weiß ja nie, was es beim nächsten Schub betrifft. Ist es Laufen, sind es die Augen, ist es Blasen? Also es kann irgendetwas sein, es kann in irgendeiner Kombination sein. Wie lange geht so ein Schub? Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Schübe, die relativ schnell vorbei sind. Also ein Tag oder zwei Tage oder eine Woche oder ein paar Stunden? Oder? Ja, also klar, wenn es ein paar Stunden sind, wird man noch nicht von diesen Schüben so. Aber wenn es dann über Tage geht oder so. Aber bei mir geht es manchmal Monate, bis ich mich wieder erhole davon. Oder es bleibt etwas zurück. Sie haben es vorher angesprochen, bloße Probleme können passieren, auch sexuelle Probleme können passieren. Wie können Sie da helfen, von der Gesellschaft aus beratend? Blasenprobleme sind etwas, was sehr bekannt ist. Damit zusammenhängen oft auch Darmprobleme. Die sind schon ein bisschen weniger bekannt oder weniger auch behandelbar. Und was geht es konkret? Dass jemand zum Beispiel den Stuhlgang nicht mehr heben kann. Oder immer das Gefühl hat, müssen auf die Toilette zu gehen. Also so wie jetzt kommt dann gerade etwas und es ist gar nicht dort. Also Sensibilitätsstörung vom Darm. Und häufig, wenn es unter Becken betroffen ist, betrifft das auch die Sexualität. Das ist immer noch ein Tabu. Das ist wirklich ein Tabuthema. Da gibt es auch sehr wenig Fachärzte, die sich dem annehmen, Fachärztinnen, die sich dem annehmen, so umfassend. Das eine ist ja die körperliche Symptomatik behandeln, dort, wo Behandlung möglich ist. Und das andere natürlich auch die ganze emotionale Belastung, Ekel, Scham. Gerade im sexuellen Bereich, wenn man Angst hat, man kann das Wasser nicht mehr heben. Das macht Sorgen, dann auch, sich überhaupt mitzuteilen. Hilft denn schon allein das Gespräch? Das Gespräch kann schon mal helfen, dass man es mal kann formulieren und dann auch miteinander überlegen, wer könnte jetzt hier allenfalls unterstützen. Also es gibt wenig Sexualberater, es gibt eine Gynäkologin, einen Urolog, der vielleicht auch spezialisiert ist in diese Richtung, wo man sich dann auch mal wirklich überlegen kann, in welche Richtung könnte es gehen. Bei den Gesellschaften, bei den Patientenorganisationen haben viele Leute auch Angst, dass sie sagen, ich möchte gar nicht hingehen, mir geht es irgendwie noch gut, ich bin nicht im Rollstuhl. Und das deprimiert mich, wenn ich jetzt jemandem begegne, der schlechter geht. Wie erleben Sie das? Und welche Altersklassen sind hier vertreten? Kommen hier alle Leute? Ja, eigentlich, es mangelt ein bisschen an jungen Leuten. Und gerade die sind natürlich noch aktiv im Berufsleben, vielleicht, die haben Familie. Die leben noch in einem sozialen Umfeld, wo sie das noch nicht so nötig haben. Also bei mir in der Regionalgruppe, was die Jüngsten sind, etwas über 30. Das ist ja schon sehr jung eigentlich. Und dann natürlich, wie es 75, 80, 85, einfach so lange die Leute leben. Und die Hemmschwelle quasi, wenn man doch andere Menschen sieht, die vielleicht stärker betroffen sind, die ist natürlich schon sehr gross und ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich meine, man will nicht gerne konfrontiert werden mit jemandem, der wirklich schwer betroffen ist, im Rollstuhl ist, vielleicht gar nichts mehr selber machen kann. Ich merke aber, ich sage immer, wenn sich jemand interessiert, nehmt jemand mit, ein Angehöriges aus dem Freundeskreis, dann sind ihr nicht allein. Und meistens, wenn sie dann einmal da gewesen sind, nachher kommen sie immer wieder. Weil sie sagen, es ist so eine fröhliche Gesellschaft. Also man redet nicht von der Krankheit, wenn wir in der Regionalgruppe. Bis hat man kotzt war. Man redet ja die gleiche Sprache. Oder? Aber man muss sich nicht erklären, wenn man mal nicht mag. Oder? Das quasi das Grundverständnis hat man und dann darf man auch über Gott und die Welt reden. Das darf man und es wird sich sehr angeregt. Diese Unterhaltungen finden damals statt. Also es ist immer sehr lustig und fröhlich. Ja. Und das schätzt die Leute dann sehr. Das ist schön. Sie haben es angesprochen, auch finanzielle Engpässe kann das geben, mehr Kosten. Gibt es Unterstützung?
Ja, es gibt Unterstützung. Also einerseits haben wir sehr fundierte Sozialberatung, wo eben gerade auch zum Beispiel junge Leute oder so im Studium, wo sich die Frage stellen, kann ich überhaupt mein Studium weitermachen, weil ich merke, ich habe die Energie nicht mehr, dass man verlangsamt, ich kann die Studiengänge durchgehen. Also erstens mal schauen, wie kann jemand im Beruf bleiben, wie formuliert man das dem Arbeitgeber gegenüber, was muss ich sagen oder soll ich sagen, um Klärung zu schaffen, vielleicht auch Verständnis zu schaffen. Dann natürlich die ganze Unterstützung im IV-Prozess. Also wie macht man eine Anmeldung? Wann macht man die? Was läuft? Und es kommt immer wieder vor, dass jemand zum Beispiel das Krankentaggeld nicht mehr zahlt und die IV-Versicherung noch nicht zahlt. Und das gibt irgendwann ein finanzielles Defizit, eine Schwierigkeit, wo es dann auch sein kann, dass wir Unterstützung geben direkt durch unsere finanzielle Hilfe, aber sicher immer zuerst auch prüfen, gibt es irgendeine Bundesversicherung, die da noch müsste in die Bresche springen. Ja. Frau Lüscher, Sie haben schon so viel erlebt. Jetzt möchte ich noch so ein paar praktische Tipps für Menschen mit MS-Kunden, etwas Konkretes in Sinn, wo man vielleicht nicht so weiss, wo nicht so bekannt ist. Es ist sicher bekannt, aber die Leute realisieren nicht, wie gut das ist. Und zwar, das ist Physiotherapie. Also ich plädiere sehr stark dafür, geht in die Physiotherapie, nicht erst, wenn ihr wieder etwas habt, sondern so, dass man den Gesundheitszustand mehr oder weniger vielleicht stabil halten kann. Und also mir hat das gut gegangen seit dem 94, ununterbrochene Therapie. Mhm. Und mein Körper hat einfach gelernt, die gewissen Funktionen, man hat das immer schneller können abprüfen nach einem Schub, weil das vorher gegangen ist. Das tut mir sehr gut. Und ein anderes Thema, das man einfach viel zu wenig realisiert, das sind die kognitiven Probleme. Wenn man dann anfängt, nichts mehr zu machen, weil man vielleicht eingeschränkt ist, dann tut man auch schneller abbauen. Also ich plädiere sehr stark dafür, etwas zu machen. Es gibt ja Computerspiele, die viele Leute gerne machen, das fordert einen. Das ist nicht einfach ein Zeitvertreib in dem Sinn, sondern auch das Hirn, das Gedächtnis. Geschwindigkeit muss man haben, man muss mit den Augen, man muss können, oder Puzzle machen, man muss können koordinieren. Jassen? Jassen zum Beispiel, das ist auch so etwas, Kreuzworträtsel machen. Und ich glaube, aktiv Hirn, einfach aktives Hirn trainieren, das tut schon sehr gut und kann vielleicht vieles ein bisschen rauszögern. Dankeschön vielmals, Frau Lüscher und Frau Kagi, für die wertvollen Informationen. Danke Ihnen. Gerne geschehen.